seit Reh wieder eingezogen ist, ist er, glaube ich, von... Oh Gott! Alter! Wo bin ich hier? Hallöchen, ihr Unfiegen. Und willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack hier am... Donnerstag? Donnerstag, wenn ich mir nicht irre, Donnerstag. Und wir sind immer noch im Nether. Ich habe ein bisschen vorproduziert hier, ein bisschen vorgearbeitet, habe ein bisschen Enchantments... brauchen jetzt nur noch Sharpness 5 auf dem Schwert. Und brauchen wir sonst so was? Ich soll mich kurz überlegen. Ich brauche Deep Strider, brauche ich. Kriege ich aber schon schlecht. Ich brauche unbedingt Deep Strider auf meinen Schuhen. Deep Strider 3 hätte ich gerne. Das ist halt schon cool, ne? So chillig durchs Wasser rennen. Ist vor allem für den Wüsten, für den Wassertempel ist das cool. Weil wir haben ja noch einen, den ich unbedingt machen möchte. So, aber heute haben wir mal eine ganz andere Folge. So wie wahrscheinlich hoffentlich morgen auch, wenn genug Fragen da sind. Und zwar haben wir ein paar Zuschauer bei mir im Channel. Um genau zu sein, haben wir gerade 55 Mann mit mir und Icy zusammen. Die Icy ist übrigens auch da. Hallo Icy. Hi. Icy findet ihr unten in der Beschreibung. Einmal vorbeischauen, würde mich drüber freuen. Baum. So, ja, wir haben ein paar Leute hier im Fantalk bei mir auf dem Teamspeak. Die IP findet ihr auch so wie immer unten in der Beschreibung. Schaut einmal mal vorbei. Da bin ich öfters anzutreffen, ab und zu. Also in letzter Zeit öfters. In den letzten Tagen bin ich ab und zu mal unten. Da könnt ihr mit mir labern. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar Leute mit im Fantalk, die gleich ihre Fragen stellen können und ich beantworte die dann. Und wenn ihr öfters auch mal dabei sein wollt, wie gesagt, ab auf dem Teamspeak oder auf Twitter mal aktiv schauen, denn gut, es ist immer spät, wenn ich sowas mache. Das ist ab 10 Uhr mache ich sowas meistens erst, weil ich immer sehr spät aufnehme manchmal. Weil ich warte immer, dass ich irgendwer anders noch meldet, so hey, komm, lass aufnehmen und so, chillig. Und dann denke ich mir irgendwann, ach, leck mir am Arsch, nimm's jetzt alleine auf. Und du bleibst da jetzt draußen, du kommst ja nicht raus. Aber alleine bist du ja nicht, du hast hier 55 Leute genau. Mit im Channel. Genau, wir haben hier ein paar Leute mit im Channel, ich bin ja nicht ganz alleine. 58, um genau zu sein. Oh, ich werde angegriffen, wo kommst du denn her? Stirb! So. Ich spawn noch da hinten, Sekunde. Nein, ich bin runter, oh Gott. Ein Glück habe ich, Feather Falling. Oh, ich wollte gar nicht runterjumpen. YOLO. Ich hoffe, ich kriege jetzt 3 W-Level zusammen. Wäre ein Traum. Dann könnte ich nochmal neue Schuhe verzaubern. Ich zwar ungern, aber alles für Deep Strider. Level 22, Level 23. Also, ja, sind schon die ersten Kandidaten für uns. Ja. Und zwar habe ich schon jemanden Topper vergeben, die Orangenmilch. Hallo. Hallo. Orangenmilch? Hm. Das schmeckt aber nicht gut. Nee, das schmeckt nicht. Besonders, ich glaube, die Säure von der Orange tut die Milch zersetzen, glaube ich. Mm, die wird dann achsig. Ja, das ist nicht so geil. Also ich wollte fragen, kommt ihr auch zu den Videodays in Köln? Dieses Jahr wahrscheinlich. Also jetzt ist ja schon 2015, jetzt kann man schon wieder darüber sprechen. Dieses Jahr wahrscheinlich. Nur das kleine Problem ist, Gamescom, die Hotels, soweit ich weiß, sind schon alle Hotels ausgebucht in ganz Köln. Ich hab noch kein Hotel gebucht! Aber vielleicht wohne ich ja bis dahin auch schon in Köln. Wer weiß. Wie gesagt, zu dem Thema könnt ihr mal vorbeischauen in der Folge Craft Attack von Sonntag und Dienstag. Schon wieder eiskalt Werbung gemacht. Nee, keine Ahnung. Mal gucken. Ich hoffe, ich kriege da noch ein Hotel. Icy, du solltest mich an was erinnern. Ich sollte dich ans Hotel erinnern? Ja, Moment, das schreibe ich mir jetzt noch auf. Hallo, Hostel anrufen. Das kann jetzt keiner auch mehr lesen, auch nicht mehr ich, aber ist mir egal. Ich werde schon wissen, was da steht. So. Ja, Videodays und Co., Videoday, Webvideopreis, was weiß ich, möchte ich eigentlich dieses Jahr generell an diesen ganzen Veranstaltungen dran teilnehmen. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es aber beim Webvideopreis vielleicht auch irgendwie vertreten zu sein oder in die Votes zu kommen, das wäre cool. Da muss ich mir auf jeden Fall was für überlegen. Vielleicht kriegen wir irgendein schönes Format zusammen, wo das reinpassen würde. Das wäre cool. Aber auf jeden Fall werde ich da dieses Jahr auf jeden Fall auch mit dabei sein, weil das habe ich alles letztes Jahr ein bisschen verpasst. Das eine, was ich mitgenommen habe, war die Gamescom. Und die anderen Sachen möchte ich jetzt auch wieder mitnehmen. Aber die Gamescom haben wir hart gesuchtet. Jeden Tag. Ja gut, eigentlich waren wir meistens nicht auf der Gamescom, sondern haben uns mit irgendwelchen Leuten getroffen, was eigentlich viel chilliger war. Ja, aber auch auf der Gamescom. Ja, ich, oh, jo. Mhm. Was brauchst du hätte noch It's Lia. Hi. Hi. Was ist deine Frage? Ich hätte zwei Fragen. Und zwar zuerst zu der harten 6. Ob ihr vielleicht vorhabt, irgendwann mal so eine Special-Staffel zu machen, wo ihr vielleicht die Härte 9 draus macht oder sowas. Die Härte 9? Ja.
Das sind ja solche Ideen, die ihr vorschlagen würdet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine relativ gute Idee, aber ich möchte nichts spoilern. Also. Konfi suchen harte 6. Ich hab eine Idee. Du hast eine Idee. Ach so, okay. Eine Zuschauerin hat eine Idee. Und könntest du dann vielleicht die Wartezeit ein bisschen beschränken? Also nicht unbedingt so ein Jahr oder so, weil das ist. Nein, ein Jahr, das ist viel zu lang. Da machen wir nicht. Das ist. Boah. Das ist gut. Das ist viel zu lang. Also so ein halbes Jahr ist echt das Maximum. Ja, ein bisschen. Also ich denke mal so ein halbes Jahr, 5 Monate. Mitte des Jahres wird es eine neue Staffel gehen. Das ist gut. Rio schickt schon so einen bösen Smiley. Wohl nicht so sein Ding. Ich möchte die Bücher eigentlich nach Hause bringen, aber ich habe keinen Bock, erst nach Hause zu laufen und dann wieder herzukommen. Egal, dann machen wir es. Noch Zetroi in der Zeit, wo du rumläufst. Ich? Ja, hi. Hallo, ist ja. Meine Stimme noch. Was? Warte. Sie. Sie werden gleich mit einem freien Mitarbeiter verbunden. Jetzt. Hört er mich jetzt? Ja. Ich wollte fragen wegen einem. Wegen? Kompletten Tag so mit. Halt, ein One Day with Early. Sowas halt in der Art. Ein wollte Tag ich mit Early. Musst dich ja nicht zeigen, ne? Ja, was heißt ein Tag mit Early? Das heißt, jemand kommt zu mir oder ich komme zu jemandem und verbringe mit der Person dann den Tag oder wie? Du filmst einfach deinen ganzen Tag. Ach so, du meinst sowas wie Tag mit Dena. Wie Dena es letztes gemacht hat. Ja, auch. Damals gemacht hat. Weiß ich nicht. Mal gucken. Muss ich mich nicht zeigen? Ich muss mich dafür zeigen. Das ist ja blöd. Du kannst auch aus der First-Person-Position filmen. Ja, das ist ja dann langweilig. Also, oh, ich hab gar kein Unbreaking auf meine Sachen drauf, sehe ich ja jetzt erst. Da musst du nicht drauf machen, ey. Oh, scheiße, das habe ich ganz vergessen. Oh Mensch, da bin ich immer noch hier bei. Dann haben wir hier ein Unbreaking. Nee, aber wegen einen Tag mit Early oder so, das ließe sich auf jeden Fall irgendwann mal einrichten. Da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Das kriegen wir hin. Fire Protection 3 will ich behalten. Scheiße, Fire Protection. Wir machen jetzt Unbreaking hier aufs drauf, dann passt das. Kostet 18 Level, warum denn auch nicht? Das brauchen wir noch. Der andere Kram muss weg. Immer mal weg. Toll. Dann nehmen wir die Kiste ist voll. Ich hab noch eine Frage. Eisli hat eine Frage, dann stell sie mir, Eisli. Nein, die ist von Orangensoldat. Achso, dann soll er sie stellen. Oh Gott, scheiße, ich hab meine Frage vergessen. Geil, warte. Eisli, hilft dir gerne auf die Sprünge. Ja, meine Frage war, ob du dich vielleicht irgendwann mal an anderen YouTubern hochgezogen hast, weil wir andere YouTuber das getan haben. Das war nicht deine Frage. Und? Die davor? Aber die Frage mag ich. Okay. Was heißt hochgezogen? In dem Sinne, sich von anderen YouTubern pushen lassen, in dem Sinne, richtig? Ja. Das Wort pushen, das verbindet man immer so böse. Wir nennen das Ganze Cross-Promotion. Man hilft sich halt gegenseitig voranzukommen. Das Ganze passiert ja vor allem im YouTuber-Haus. Am allerbesten, man muss sich einfach reinziehen. Seit Reh wieder eingezogen ist, ist er, glaube ich, von... Oh Gott! Alter! Wo bin ich hier? Warum war hier ein Loch? Das war tief. Ich dachte, das war mein... Ein Glück habe ich Fenster vorliegen. War das, hat das irgendwer mit... Weiß jemand, wer diese... Alter. Busa. Moment. Muss ich ganz kurz klarkommen. Zwar. Herzinfarkt. Typisch irgendwie. Alter, da war einfach ein Loch. Wisst ihr, wer das gebaut hat? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Oh Gott, was machst du denn hier? Der kriegt dann auf den Deckel. Boah. Das war gerade zu viel. Das hier? Ja, das ist hier das Loch. Warum ist da ein Loch? Wer hat das gebaut? War das mit Absicht? Sollte das eine Falle sein? YOLO. Also, man sieht ja am YouTube-Haus generell relativ gut, dass es verdammt gut funktioniert. Vor allem da, weil halt die Cross-Promotion da Maximum einfach ist. Als Beispiel nehme ich jetzt mal Revi. Der ist ja, glaube ich, 300.000 war der kurz bevor er eingezogen ist. Und jetzt ist das schon bei über 500.000. Das geht halt ziemlich ab.
und Cross-Promotion ist ja nicht dumm. Also das hat ja alles einen Sinn. Und in dem Sinne wurde ich ja gepusht. Also am Anfang würde ich schon davon reden, dass man gepusht wurde. Da kann man nicht viel von Cross-Promotion sprechen, wenn man selber noch relativ klein ist und nichts hat. Ich wurde ja halt von Zander gepusht und von Zander viele Projekte mit reingezogen, weil er halt Lust hatte, mit mir zusammen Sachen zu machen, weil er mit mir zusammen viel Spaß hatte und auch, wir haben natürlich immer noch Spaß. Deswegen hat er mich, sagen wir, hochgezogen. Er hat mich auf einen bestimmten Stand gebracht und von da an war ich teilweise dann auf mich allein gestellt. Vor allem, nachdem Zander dann aufgehört hat mit YouTube, war ich komplett auf mich allein gestellt und musste halt meine eigenen Sachen durchziehen. Und man muss halt irgendwo teilweise, gut, man kann auch natürlich von alleine anfangen mit YouTube, aber das ist heutzutage in der aktuellen YouTube-Situation, muss ich sagen, ist das ziemlich schwer, weil es gibt halt wirklich viele YouTuber, die inzwischen im 20.000-Plus-Bereich sind oder ab 10.000-Plus, sagen wir mal. Das war früher halt nicht so. Jetzt ist es halt ziemlich schwer, wenn man guten Content hat, hochzukommen. Und deswegen ist halt so ein Push nicht verkehrt und bringt dann einen auch relativ gut voran. Also ja, ich habe mich hochpushen lassen damals, aber das ist ja nicht schlechtes, sonst... Warum guckt ihr mich denn sonst? Wenn ihr das so scheiße findet, dass ich mich... Also es gibt viele Leute, hochgepusht, da Huren und so. Wenn ihr das so scheiße findet, dass ich hochgepusht wurde, warum guckt ihr mich dann? Muss ja einen Grund haben, warum ihr mich guckt. Also kann es ja nicht schlecht gewesen sein. Ja, aber irgendwo an einer gewissen Stelle fängt man dann an und macht dann sein eigenes Ding und überlegt sich dann eigene Sachen. Mensch, wir sind schon bei 11 Minuten, wie die Zeit vergeht. Aber ja, was war denn deine andere Frage? Er ist schon wieder weg. Weißt du nicht mehr, wer das war? Doch, Orangensoldat war das, oder? Ihr mit euren Orangen, was ist heute los? Orangen-Gang oder was hier? Ja. Meine andere Frage war, wieso du sowas Riskantes auf Teamspeak machst mit den ganzen Zuschauern und so, weil es gibt bestimmt viele Leute, die irgendwie irgendeinen Grott machen. Ja, was heißt Riskantes? In wie Sinne riskant? Sowas wie Fantalks oder was? Also sowas wie jetzt? Ja, sowas, dass du einfach die Zuschauer mit in dein Video nimmst. Du darfst nicht vergessen, das ist nicht live. Ich kann, wenn irgendjemand anfängt, Scheiße zu sagen, kommt in die Aufnahme jetzt und kriegt Talkpower, statt die Frage zu stellen und schreit rum, Heil Hitler oder so ein Scheiß. Ich kann da ganz natürlich rausschneiden, das ist nicht. Also deswegen ist mir das Jacke wie Hose. Und ich finde das eigentlich ganz chillig, weil ich so halt mit euch was machen kann und ihr halt mal dabei sein könnt. Ich finde es halt schöner, anstatt dass irgendwer hier ist, der Fragen vorliest, finde ich es halt schöner, wenn ihr wirklich hier dabei seid und mir direkt Fragen stellt. Das finde ich halt viel chilliger. Ist halt mal was anderes und deswegen, warum nicht? Warum denn auch nicht? Das spricht ja nichts gegen eigentlich. Was brauche ich? Unbreaking brauche ich. Ich habe doch und Schuhe wollte ich verzaubern. Kann man dann jetzt noch eine Frage machen? Bam, Luck of Sea und Unbreaking auf dem Dingens. Und Steep Strider 3 auf den Schuhen! Heute ist mein Glückstag! Oh. Das war's mit dem Amboss. Aber ich würde sagen, Leute, wir vertagen die restlichen Fragen in die nächste Folge. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, gebt ein Däumchen nach oben. Ich würde mich darüber freuen. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, was wir jetzt mit unseren neuen erworbenen Sachen so alles anfangen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei der IC vorbei, die findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und mein Teamspeak auch, deswegen würde ich sagen, hau da rein. Tschüss. Tschüss. IC nicht? Nein? Tschüss. Entschuldigung. IC ist total verplant heute, aber macht nichts.